Hallihallo, liebe Leute, und seid gegrüßt. Es ist mal wieder Zeit für ein paar Streams. Um genau zu sein, in den nächsten beiden Tagen wird es jeweils einen Stream geben. Um genau zu sein, sozusagen den Dienstag, den 20.06. und den Mittwoch, den 21.06. Ja, am Dienstag werden wir auf jeden Fall einen Goemon-Spin-Off spielen mit dem Titel Soriyuke Wizumaru Karakuri Meiro Kieta Goemon no Naso. Oder zu Deutsch ungefähr in etwa, los geht's, Wizumaru, der Mecha-Irrweg. Das Geheimnis des verlorenen Goemon, genau. So wie es in der deutschen Fanübersetzung in etwa bezeichnet wird, die wir auch in dem Fall tatsächlich spielen werden. Ja, ein Goemon, das tatsächlich eine deutsche Fanübersetzung erhalten hat. Ist halt nicht das aufwendigste Spiel und auch nicht das textlastigste, weil es ist halt ein Spin-Off und wir werden dort in die Rolle von Wizumaru schlüpfen, der versucht Goemon ja, zu suchen. Und ja, es wird sozusagen ein Puzzle, wie es der Titel ja schon sagt, eine Art Irrweg-Puzzle-Spiel werden. Also nicht das, was man sonst von den Goemon-Spielen kennt, es ist halt was ganz anderes. Aber mich interessiert es halt vor allem, seit jemand tatsächlich es geschafft hat, in einer deutschen Fanübersetzung rauszubringen. Weshalb ich gedacht habe, oh ja, das muss ich unbedingt dann in der Fanübersetzung auch euch näher bringen. Deswegen kommt das am Dienstag, wie gesagt, im Stream. Also morgen sozusagen direkt. Beginnen wird das Ganze um 16 Uhr und je nachdem, wie lange das Spiel tatsächlich geht, ich weiß es nicht. Ich habe selbst nämlich noch nicht durchgespielt. Wenn wir entsprechend doch recht früh durchkommen sollten, werden wir uns auf jeden Fall anschließend noch Super Punch-Out einmal widmen. Nämlich dort muss ich auch noch den Special Circuit machen. Wenn die Zeit dafür halt noch da ist, werden wir das auf jeden Fall auch noch anschließend machen. Jo. Ja, und am Mittwoch, den 21. werden wir auf jeden Fall uns einem, ja, Schaffler widmen. Also wir werden die ja Spiele durcheinander würfeln, wie ich es schon einmal gemacht habe. Sozusagen hat der Raven Knight mir entsprechend eine Liste vorbereitet, was ich an Spielen halt reinnehmen soll. Sozusagen kann ich euch sagen, sind das glaube ich in etwa 22 Spiele. Also noch chaotischer als das beim letzten Stream, wo ich diese Art gemacht habe, war. Es wird sehr chaotisch, es wird sehr... Nee, ich werde nichts verraten, was halt drin ist. Das werdet ihr dann halt sehen, wenn es soweit ist. Deswegen lasst euch da überraschen, welche Spiele entsprechend es da rein geschafft haben. Vor allem, wie chaotisch es tatsächlich letzten Endes wird. Ja. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, der Stream am Mittwoch wird dann um 18 Uhr erst beginnen. Und dann werden wir halt dieses Spiele-Chaos, ja, auf uns ergehen lassen. Mal gucken, wie chaotisch es wirklich wird und ob ich überhaupt eines der Spiele schaffe, durchzukriegen. Bei 22 Stück wird das schwieriger als bei den 6, die ich da vorher einmal hatte. Oh Mann. Ja, lassen wir uns überraschen, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr an den beiden Tagen Zeit haben solltet, könnt ihr gerne reinschauen. Es würde mich freuen. Ansonsten werden diese Videos dann sowieso später nachträglich auf YouTube kommen. Deswegen, spätestens dann könnt ihr euch das Ganze sowieso auf der Zunge ergehen lassen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, entweder hört man sich im Stream, ansonsten, wenn die Videos dann auf YouTube landen. Deswegen sage ich an dieser Stelle, entweder bis zu den kommenden Streams oder bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!